Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Satisfactory. Ein Tag später. Es ist bereits ein erster Patch da. Man sieht, die Lichter sind aus. Und das ist nicht, weil ich das Control Panel ausgeschaltet habe, sondern weil jetzt der Night Mode funktioniert. Das ist echt gut, echt gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Ist immer noch... Ja, doch, doch, ich glaube, die haben da schon was gepatcht. Auch im Licht. Ist immer noch sau hell. Ich finde, dass wenn man genau hinschaut, sieht man die Lensflares, die man hat. Man trägt ja als Spieler so ein Visier. Also man ist ja eigentlich so ein Android, nehme ich mal an. Da hat er so ein Visier und dann sieht man, dass das Visier dreckig ist. Das finde ich ganz, ganz okay. Also es ist jetzt wieder weiß. Ich denke mal, so ist... Na, sogar bei 100%. Es ist nicht mehr so blendend wie im letzten Video. Definitiv nicht. Also da haben sie schon was gepatcht. Ihr seht schon, ich habe das ganze Zeug, ich würde sagen, ich habe es abgerissen, ist aber nicht der Fall. Der Autosave ist ja mit dem Update weg und ich war natürlich so dumm und habe das Spiel einfach zugemacht. Also alles, was ich gebaut habe, ist weg. Ich habe der Space Elevator und die Forschung, die habe ich natürlich nachgeholt. Dann ist mir noch was aufgefallen, und zwar, wo war das? Och nee, ich habe das Crystal geholt. Das Flutlicht, das habe ich ja gestern platziert. Also gestern, ich weiß nicht, wann das Video rauskommen wird. Mit dem ersten Klick stellt man den Turm hin. Und da kann man noch das Licht einstellen, was für ein Winkel das hat. Das finde ich echt cool. Beim zweiten Klick wird es dann so gebaut. Das habe ich auch erst danach rausgefunden. Lassen wir den mal stehen. Und ja, es gibt noch anderes wirklich cooles Zeug hier. Also das ist ja der Wall Mount, geht das hier auch? Ja, das geht hier auch. Das ist cool, das ist cool. Wenn man jetzt sowas im Bildmenü hat, gibt es neu so ein Kreismenü, wo man da ganz schnell auf ein anderes Element umsteigen kann. Und das geht auch bei den Belts zum Beispiel. Hier kann ich jetzt bis 4, weil das sind die höchsten, die ich bauen kann, kann man da ganz schnell zwischen den MK-Versionen umschalten. Oh, der Autosave ist back. Ah, das haben sie auch gepatcht. Autosave hängt immer noch so. Gut, gut, gut. Dann habe ich noch was nachgeholt, und zwar Power Switch. Genau. Ich habe hier ganz viel nachgeholt. Zum Beispiel habe ich hier die Map. Wir haben jetzt eine Map und wir haben den Explorer. Was jetzt noch fehlt, ist, soll ich das oder? Hallo? 6 Minuten. Ach komm. Ich mache den auch noch. Da habe ich gerade alles dabei. Und ja, natürlich können wir dann ein Explorer bauen. Explorer. Buja. Dann hätte ich auch gleich mitnehmen können. Bisschen Benzin. So.
gut. Ah, oh, das Jetpack habe ich auch dabei. Das braucht auch. Okay. Den brauchen wir heute. Und zwar will ich ja. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, das Bauxit. Jetzt muss ich aber noch die Forschung. Oh, ich brauche mehr von denen. Select Milestone. Gut, ich suche mir das schnell zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Zack, zack. Oh! Das ist auch neu. Das ist gut, das ist gut. So verpasse ich nie mehr meine Forschung. Da fehlt noch was. Oh. Was hier? Ja, das sieht auch anders aus. Die Booster. Also so ziemlich alles, was mit Licht zu tun hat, das ist irgendwie neu. Select Meister. Also, wir können jetzt nach Bauxit scannen. Das ist nicht schlecht. Bauxit, Aluminium. Die Frage ist jetzt... Worin macht man das, hä? Mal hier auf meine Spielwiese. Ja. Also, der braucht Bauxit und Wasser. Für Aluminium. Alumina Solution. Und Alumina Solution wird kombiniert mit Kohle. Normale Kohle. Genau, das ist das neue Rezept. Das war ja vorhin, glaube ich, das Coke, Petroleum Coke, was benötigt wurde. Und das war ein Alternativrezept. Und jetzt ist das Alternativrezept, ist das neue Standardrezept. Also das finde ich ganz okay. Jetzt muss ich nämlich nicht... das Petroleum Coke von der Ölbase unten hier hinschaffen. Das ist ganz gut. Ich glaube, wir gehen einfach mal schauen, wo das ist. Müssten wir... Oh, ich hab jetzt eine Map. Oh, so gut. Voll gut. Hier sehen wir, wo wir bei unserem Ausflug, den wir mal gemacht haben mit dem Truck, sind wir hier genau, wo wir durchgefahren sind. Also wir haben schon einen großen Teil von der Map haben wir gesehen. Der östliche Teil, also das ganze Gebiet, da ist ja der Desert, also die Wüste. Und da unten weiß ich nicht. Aber wir könnten jetzt mal... Nee. Scanner. Kann nicht scannen, wenn ich da drin bin. Bauxit. Oh, das ist weit weg. Okay. Das ist da. Ja, das ist wirklich. Das ist das rote Gebiet. Also. Wir schauen mal, wie wir da hinkommen. Hä? Hier ist ein Drop-Pod. Der war vorhin noch nicht da, vor dem Update. Also ich weiß ja, es gab... Oh, noch mehr. Es gab ja... Ich hab doch geladen.
Ja, das ist wieder die Hitbox. Gut. Es gab ja neue Rezepte. Also neue Alternativrezepte. Und ich weiß, dass jetzt hier neue Droppots zur Map hinzugefügt worden sind. Weil wir ja mehr Festplatten benötigen. Gut, was brauchst du? Das habe ich. Jetzt muss ich hier, am besten baue ich hier eine Brücke. Das wäre wohl am sinnvollsten, wenn ich das gleich hier mit anbauen würde. Foundations. So. Also, Red Forest, hä? Gelbe Schnecke. Alles voller Gaspflanzen. Sind das tolle Steine? Kann man die kaputt machen? Nee. Gerade dadurch. Okay. Und eins ist etwas weiter hinten. Ich sollte eventuell noch das mitnehmen. Und meine Waffe laden. Oh, Bauxit. Ich nehme mal an, das ist es. Wow. Wow. Wie sieht denn das aus? Du scheinst mir echt ein Problem zu haben. Bauxit? Normal. Und? Nee, das ist nicht... War das nicht viel näher dran? Da drüben ist... Ich glaube, wir fahren mal am Rand entlang. Also nicht das auf der anderen Seite von dem Forest, sondern eher das... Oh, gelbe Schnecke. Die hole ich auf dem Rückweg. Das. Ist das eine lila Schnecke? Ja. Ich habe mich schon gewundert, wieso wird das nicht bewacht?
Gaming ist noch schwierig, wenn man so ein. Keine Munition mehr. Ging schnell weg. Ich weiß gar nicht, das hatte ich schon mal eine lila Schnecke. Da bin ich mir echt nicht sicher. Hey, 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 hey. Schön hier bleiben. So, nochmal ein Scan. Normal. Normal, normal. Aber ich finde, das ist ganz gut. Hier ist Wasser und da könnte es sogar tief genug sein, um einen Wasserextraktor hinzustellen. Also, wir sind jetzt. Keine Ahnung. Hier, die andere war da. Man muss die. Ja, genau. Die andere war da. Ich denke mal. Vermutlich soll ich das in die Base schaffen und da verarbeiten oder nicht? Das ist echt eine gute Frage. Oh, festgefahren. Ich will hier mal runterschauen. Wo wir hier genau sind. Spinne. Oh, ich höre wieder Spinnen. Ich hasse das Geräusch. Ja. Muss ich hier hoch? Natürlich kommst du hier hoch. Buggy! Ach Mann, ich hasse die Dinger. Jetzt bloß nicht festfahren. Oh, geh weg. Jetzt ist. Ich glaube, der ist despawned. Ja. Also. Nein! Ha! Schwein gehabt. Das ist die Schnecke, die ich gesagt habe. Die nehme ich auf dem Rückweg mit. Rollt und rollt. Jawohl. Hat das eventuell ein Mom Tree? Das weiß ich gar nicht. Das könnte sein, aber es gibt extrem wenig. So. Jetzt bist du schon wieder weggerollt.
Und jetzt schauen wir mal, wo wir hier eine Rampe bauen können. Hier unten ist Gas. Also von hier aus kann ich ja schon mal meine Stahlfabrik sehen. Stehen bleiben. Wehe, du rollst mich hier runter. Samoa. Also, ich bin irgendwo. Bin ich. Wo bin ich denn hoch? Ich bin da hinten hoch, nehme ich mal an. Ich glaube, da ist noch mal eine lila Schnecke. Ist hier safe? Ich habe schon wieder fast keine Munition mehr. Oh, das ist aber Uran. Das ist geschützt durch Uran. Nicht optimal. Okay, ich glaube, die lassen wir noch da. Ja, also die Brücke, die ist da unten. Ich glaube, wir bauen von hier einen Weg nach unten. Über das Uran. Nehmen wir mal die Double Ram. Die sind zu steil. Ah, Moment. Double Ram, Double Ram. Diese die hier. Oh. Ja, das wollte ich nicht. Ja. Mal schauen. Eins, eins. Vermutlich noch mal eins. Das ist jetzt, ja. Mal schauen, ob wir hier hinkommen. Das ist sogar ziemlich auf dem gleichen Level. Das ist sogar richtig gut auf dem gleichen Level. So gut habe ich es mir nicht mal erträumt. Was brauche ich nochmals dafür? Ich bräuchte noch Kohle, hä? Gibt's hier eigentlich auch noch Kohle? Oder sind... Doch, da gibt's noch Kohle. Map. Oh, das ist praktisch. Das ist praktisch. Da ist genau. Da ist unser. Irgendwo da. Da, da, da.
ist unser Bauxit. Und da gibt es noch ein Kohlevorkommen. Oh, das ist bestimmt da, wo die Spinne ist. Das heißt, ich könnte echt das Zeug... Oder ich schaffe die Kohle auch hier hin. Also einen Zug gibt es ja noch nicht. Das Problem beim Zug ist ja, der braucht Turbomotoren. Und Turbomotoren bekommt man so spät. Perfekt, perfekt. Ich habe null Concrete und das ist die letzte Foundation, die ich benötigte. Das ist echt gut. Saumäßig gut. Also ich kann hier easy peasy Strom abnehmen, das alles nach da oben führen. Also, ich habe das jetzt mal nachgerechnet. Wir brauchen hier zwei Miner, die je zu 200% übertaktet sind. Das würde dann 240 Bauxit pro Minute bringen, mal zwei, weil zwei Minen. Dann könnten wir vier von den Maschinen betreiben. Genau. Die 4 mal 180 Wasser plus von den Maschinen 2 mal 120 Wasser reicht genau aus, wenn ich da mit 4 Wasserextraktoren arbeite. Dann bekommen wir 2 mal 240 Alumina Solution raus. Alumina Solution. Dann kann ich genau die zwei Maschinen befeuern, die mir die 240 Wasser danach liefern. Und ich hätte 720 Aluminium Scrap die Minute. Ich bräuchte dann 240 pro Minute Coal. Und das werden wir natürlich anschauen. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Also das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt nochmals da ins Build-Menü gehe, einmal neu. Bist du eine Refinery? Refinery, genau. Ich bräuchte 1, 2, 3, 4 Stück von denen. 1, 2 für die auf der linken Seite. Dann bräuchte ich 4 mal Wasserextraktoren. Ich bräuchte 2 Miner. Und ich bräuchte einen Awesome Sink für das, wie heißt das, Silica-Zeugs. Für das habe ich aktuell noch keine Verwendung. Müsste man schauen. Vermutlich kommt später noch ein Verwendungszweck dazu. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber vorerst, denke ich, sind wir gut, wenn wir das in den Sink schieben. Das war's eigentlich schon. Natürlich, bräuchten wir tonnenweise Pipes. Wirklich tonnenweise Pipes. Ich adde mal einen dazu. Eventuell eine Pumpe. Ja, die normalen Pumpen, die reichen schon. Ja, vielleicht noch sowas. Und natürlich 27,
27. Ja, MK3-Builds. MK3-Builds. Okay. Splitter. Zwei Stück. Ja, das, dann sollte ich eigentlich so ziemlich alles hier drin haben, was ich benötige. Natürlich da viel mehr Copper Sheets und so. Aber das wäre dann meine Einkaufsliste. Und dann schnappe ich mir das mal zusammen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich auf dem Weg nach oben bin. Bis gleich. Sag mal, wie komme ich eigentlich drauf, dass der Zug Turbomotoren braucht? Das stimmt ja gar nicht. Oh Mann. Manchmal, ich frage mich echt. Ein Zug ist doch sowas Tolles. Can't afford. Oh Mann, echt jetzt. Also wir brauchen bestimmt sowas. Komm, snap. Zweimal. Wie viel Platz habe ich da? Also es ist leider zu hoch. Das passt hier nicht unter das Dach. Aber ich habe zum Glück genau noch genug Platz. Und hier der Schluss. Ich baue mal noch so ein Fluid. Weil eventuell muss ich ja noch irgendwas Flüssiges transportieren. Und am Ende natürlich die Train Station. Can't afford Kabel. No. No, 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 no. Ach Mensch. Ich bin wieder organisiert heute. So, jetzt aber. Da läuft er in diese Richtung. Die Schiene ist schon da. Das kann ich nicht kopieren. Railway. Jetzt müssen wir schauen, wo gehen wir am besten hin? Ich nehme mal an, wenn wir hier unten durchgehen, dann klippt er durch die Belts. Das wäre nicht so gut. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich da irgendwie so weit komme ich vermutlich noch nicht. Hä? Wieder ein bisschen runter. Mal schauen, ob ich jetzt hier die Kurve kriege. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Oh, gut, dann einmal Zug hier. Zug. Ja, die snappt aber nicht. Snappt auf die Schiene, aber nicht auf die. Auf die Station, ne? Also, dann hast du einmal. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt es?
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Scheint zu stimmen. Zwei, drei. Der hat nicht gesnappt. Kann man das? Kann man nicht kopieren? So, eins, zwei, drei, vier, fünf und dann hat da bestimmt kein Zug mehr Platz. Doch. Gut. Kann man da etwas? Ja, da kann man etwas reinlegen. Also gut, dann mache ich da mal noch die Mist. Die Materialien parat, damit ich da die gleiche Station da oben nochmal bauen kann. Und dann geht's los. Bis gleich. So, wieder zurück. Und schon meine Einkaufsliste, die ist abgearbeitet und ich habe nichts, nicht mal was im Zug drin. Weil, boah, Inventar ist voll. Also, bis auf den letzten Slot. Und jetzt mal schauen, wie wir hier durchkommen. Die Foundations muss ich dann noch abbauen. Mal schauen, vielleicht kriege ich das sogar noch ein bisschen gerader hin. Und jetzt bergauf. Ja, das geht aber gut, hä? Das geht gut. Gut habe ich nicht die ganz steilen Foundations genommen. Das geht sogar sehr, sehr gut.